welcome to our next talk. It's about the difference or something like this between Fab Labs and Hackerspaces. I will switch to German because this talk will be in German. Nochmal herzlich willkommen. Dieser Talk ist in Deutsch, deswegen rede ich in Deutsch. Und es geht über die Unterschiede oder Ähnliches zwischen Fab Labs und Hackerspaces oder so, wo die Übergänge sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Talk wird gehalten von Alexander Lohberg, der im 3D-Druckerzentrum Ruhr ist. Das ist wenn, so ein Fab Lab oder auch nicht in Essen. Viel Spaß. Ja, wir sind das 3D-Druckzentrum Ruhr aus Essen und mein Name ist Alexander Lohberg. Herzlich willkommen hier bei der 1C2. Und ich werde ein bisschen was erzählen über Fab Labs und Hackerspaces. Fab Labs sind keine Hackerspaces, nach unserer Auffassung. Ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen was über uns halt. Wir sind aus Essen, eine 3D-Druck-Forschungseinrichtung. Wir haben halt da so ein offenes Labor, Atelier, in dem wir halt erkunden, was man mit dem 3D-Drucker machen kann und halt, wie man halt neue Technologien einsetzen kann für halt Kunst, Kultur und auch Technologievorentwicklung. Wir sind halt in Essen im Ruhrgebiet halt eines der Fab Labs, die dort halt schon eine gewisse Reichweite erreicht haben. Wir sitzen in so einem Atelierhaus in der Innenstadt und so sieht es ungefähr bei uns aus. Also wir haben halt hier einen Raum, in dem wir halt verschiedene Projekte anstoßen. Hier geht es halt um einen 3D-gedruckte Zusatzteile für halt ein ferngesteuertes, selbstfahrendes Auto. Und wir haben halt eine offene Einrichtung, in dem verschiedene Leute vorbeikommen können und halt verschiedene Projekte abwickeln können. Wir haben halt einen offenen Raum, wo man jederzeit reinkommen kann. Wir sind halt kein Verein. Wir sind halt einfach eine Einrichtung von mir und zusammen mit dem Peter Petersen, der jetzt heute hier nicht, der gleich noch auftauchen wird, aber der wird nicht die Rede hier, den Vortrag mit mir zusammenhalten, sondern der ist ein bisschen krank. Und deshalb werde ich das halt alleine machen. Unser Ansatz ist halt, ein FabLab zu machen, in dem halt auch nicht nur rumgebastelt wird, sondern halt auch, wir machen viele Sachen mit Kunst. Der Kollege Petersen, der ist Comiczeichner und Illustrator und wir haben halt noch mehrere Illustratoren und damit versuchen wir halt verschiedene Sachen anzusehen, gehen auf einer technologischen Basis und halt auch auf einer Kunstgeschichte. FabLabs. Fab Labs ist so ein Trendwort, was es halt jetzt schon seit einigen Jahren gibt. Es gibt halt aus Amerika kommen den Begriff des Fab Labs, halt, der verschiedene Sachen zusammenfasst. Aber was ist ein Fab Lab? Was bedeutet das, wenn man sich unter diesem Namen halt irgendwie zusammentrifft oder halt auch Räume einrichtet? Hier, wenn wir davon gesprochen haben, wir sind ein Fab Lab, und hier ist uns hier in Deutschland sehr oft Ahnungslosigkeit begegnet. Was soll das überhaupt? Was macht ihr überhaupt? Und ihr trefft euch da, kann man damit Geld verdienen? Wie finanziert ihr euch? Da sind halt viele Fragen, die halt uns entgegengestoßen sind. Und viele konnten gar nichts damit anfangen, was wir überhaupt vorhaben, was halt unsere Motivation ist. Was wollen wir erreichen? Was können wir leisten halt? Und dann im Thema 3D-Druck kommt auch immer ganz schnell die Frage nach, könnt ihr Waffen drucken oder könnt ihr überhaupt welche Dinge, die halt unheimlich sind, machen halt, ja. Das ist uns ganz oft die Frage gestellt worden. Wir machen halt auch verschiedene Vorträge halt. In VHS-Vorträge haben wir gemacht, auf verschiedenen Veranstaltungen sind wir aufgetreten und dort sind halt immer diese Fragen uns entgegengesprungen. FabLab, auch ein Begriff, der halt jetzt verschiedene Institutionen dazu bewogen hat, sowas zu machen halt. Es gibt verschiedene Einrichtungen wie Universitäten und Hochschulen, die halt FabLabs betreiben. Dann gibt es verschiedene Vereine, Leute, die sich zusammengetan haben, einen Verein gegründet haben und dann halt daraus unter einem Fab Lab oder halt zu einem verschiedenen Räumlichkeiten ein Vereinsheim haben, wo sie verschiedene Sachen machen. Dann gibt es halt auch noch sowas wie das Fraunhofer-Institut, die halt in Dortmund die Dezentrale betreiben, halt staatliche, staatsnahe Einrichtungen, die Fab Labs gegründet haben und halt auch Privatleute, die was zu Fab Labs unter diesem Namen halt was machen halt. Aber dieser Begriff ist halt nicht so ganz klar. Also werde ich gleich noch ein bisschen erläutern. Die wir kennen halt hier in der Gegend, das sind halt die Fab Labs in Aachen,
Düsseldorf, Dortmund und Köln. Das sind halt so die größten. Es gibt halt noch so ein paar andere Initiativen, die halt hier etwas machen, was unter dem Namen Makerspace Fab Lab halt irgendwie zu definieren ist. Also es sind offene Werkstätten, wo Leute zusammenkommen und Projekte umsetzen. Die kleineren sind uns bisher noch nicht so aufgetreten, die halt auch nicht so die Öffentlichkeit bisher gesucht haben. Es gibt halt noch Wuppertal, einen Ort, den wir kennen halt. Und ja, das sind halt die, die ich hier aufgelistet habe, die, die wir auch schon besucht haben, mit denen wir halt auch so ein bisschen was zu tun haben. Thema FabLab, FabLab in Deutschland insbesondere. Unsere Erfahrungen sind, dass halt in Deutschland diese FabLab-Bewegung, wenn man sie halt so nennen kann, dass Leute Projekte zusammen machen, nicht sehr stark gefördert wird halt. Wir haben halt auch sehr viel zu tun mit Bildung. Wir haben mit Jugendeinrichtungen zusammen schon gearbeitet und das Thema, was das FabLab für uns halt insbesondere als 3D-Druckzentrum ausmacht, ist halt ein 3D-Drucker als das Hauptwerkzeug, der halt neue Möglichkeiten eröffnet, halt verschiedene Dinge umzusetzen, selber umzusetzen, dass man halt dort einen Ort hat, wo man einfach neue Dinge ausprobieren kann. Aus dem Bereich der Schulen und Bildung halt haben wir bisher auch schon Kontakt aufgenommen und dort ist noch nicht sehr viel passiert. Es gibt halt wenig Förderungen, soweit wir wissen, halt für kleinere Projekte halt hier in Deutschland. Und auch, wir haben halt mit so ein paar städtischen Einrichtungen, so Ämtern gesprochen, halt hier bei uns. Und denen fällt es halt auch etwas schwerer, mit halt Einzelpersonen oder halt auch Leuten, die neue Dinge machen, halt umzugehen. Und viele wissen halt auch gar nicht, was sie damit anfangen sollen mit diesen neuen Konzepten. Und das ist halt ein bisschen anders halt bei uns, weil wir waren in auf der Minimaker Fair in Kerkrade, haben da mit ein paar Leuten aus Holland halt auch gesprochen und dort ist der unser Eindruck, dass es dort ein bisschen anders ist. Halt. Dort werden diese Einrichtungen stärker gefördert. Es gibt auch öffentliche Mittel, es gibt viel stärker EU-Förderung, halt, wo halt FabLabs auch einfach eine Finanzierung haben und dort machen können, was sie halt vorhaben. Also die können halt Leute einstellen, da gibt es halt mehrere hunderttausend Euro über ein, zwei Jahre gestreckt. Und wir hatten den Eindruck, dass dort halt auch die Technologie, die neuartige Technologie eher halt aufgenommen wird von den Leuten, die das machen und aber auch von den Besuchern halt. Also es ist halt auch ein viel offener Umgang für neuartige Strukturen, wie man halt solche Projekte halt umsetzt. Also das ist halt, wenn man halt Projekte aus finanzieren muss, hat man halt auch irgendwie so eine Art Geschäftsmodell dahinter. Und die Art und Weise, wenn man nicht unbedingt direkt was verkaufen will, wenn man was anbieten will, als halt auch als Dienstleistung, wird dort ein bisschen anders damit umgegangen. Ich gerade schon gesagt habe, es gibt halt verschiedene Personen, Einrichtungen, die halt FabLabs gegründet haben und halt unter diesem Namen FabLab halt Dinge tun. Und man hat immer eine Motivation dahinter, was man halt machen möchte. Also es ist diese Universitäten, Institutionen, haben wir den Eindruck, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen diese FabLab-Idee, dass halt es darum geht, dass Leute zusammenkommen und Projekte umsetzen und auch Dinge selber machen, dass sie halt von so einer akademischen Perspektive aus einmal dieses Wissen abgreifen wollen, was so Innovationen angeht. Das haben wir gesehen, dass man muss sein Projekt vorher einreichen, wenn man dort zu diesen FabLabs geht. Man muss halt so eine Art kleinen Antrag stellen, um halt diese Maschinen nutzen zu können, wie halt so Lasercutter oder 3D-Drucker. Und am Ende des Tages präsentiert sich halt der zuständige Professor immer halt als derjenige, der das Ganze ermöglicht hat. Und wir haben halt auch schon direkt mit welchen gesprochen, die halt sagen, ja, die Absicht von einem Professor ist halt seinen eigenen Ruhm zu vermehren und dadurch halt diese Einrichtung halt zu betreiben, die meistens irgendwo angegliedert ist an den universitären Betrieb. Dann haben wir viele FabLabs gesehen, die halt Vereine sind. Und in diesen Vereinen ist halt unseres Verständnisses nach dieser offene Umgang halt mit der Technologie oder halt auch mit Leuten, die einfach was machen wollen, etwas beschränkt, weil sie sich als Vereine schon abgrenzen halt von Leuten, die einfach als Besucher kommen. Also wir haben es erlebt, dass halt diese vereinsgegründeten FabLabs halt eigene Regeln haben, Mitgliedsbeiträge erheben und halt aber auch sehr unter sich bleiben wollen halt. Und das ist halt so ein bisschen so ein geschlossenerer Ansatz halt, um ein FabLab zu betreiben. Dann gibt es halt noch private Personen und zu denen komme ich gleich auch nochmal ein bisschen im Detail. Halt, das ist halt eine
Gemengelage von verschiedenen Leuten, die halt neue Technologie haben und teilen wollen. Und dort sind auch ganz verschiedene, unterschiedliche Motivationen dahinter. Im Detail, was ich gerade schon so ein bisschen erläutert habe, die Universitäten haben einen geregelten Zugang, Kontrolle zu ihren Einrichtungen. Das ist halt in Universitätsgebäuden, in manchen Büros halt, wo die Maschinen stehen, die dann halt auch nur zu beschränkten Zeiten zur Verfügung stehen. Also es sind nicht wirklich offene Räume, sondern die haben halt manchmal auch nur einmal die Woche, wenn sie ausgelastet sind, sogar mit mehrwöchiger Voranmeldungsfrist, Zugang zu 3D-Drucker, Lasercutter oder halt anderen mechanischen Werkzeugen, die zu einem FabLab dazugehören, wo man dann halt seine Projekte machen kann. Es ist also halt nicht so ein, ich mach was, ich habe eine Idee und setze die dann halt irgendwie um. Auch gerade die Interesse, das Interesse halt, diese Projekte zu sammeln und dann halt für sich zu verwerten, ist halt auch ein großes Interesse von Universitäten halt. Und so auf der anderen Seite, was halt ich auch in Essen erlebt habe, da war halt ein Professor, der wollte halt auch ein FabLab gründen. Er hatte keine Ahnung, was das überhaupt sollte, sondern er fand es einfach cool halt, um halt dazustehen, dass man halt auch neue, neuartige Trends aufgreift und halt auch vor Ort umsetzt. Es ist also auch so eine Marketing-Idee dahinter, ohne vielleicht halt so eine Idee des offenen Labors selber halt zu leben und halt vielleicht auch richtig dahinter zu stehen. FabLab als Ort, wo verschiedene Leute Projekte umsetzen. Bei den Vereinen, die wir halt besucht haben, ist oft manchmal auch, die werden FabLabs genannt und sind eigentlich gar keine FabLabs. Die sind einfach Bastelgemeinschaften halt, die auch gar nicht irgendwie eine Offenheit oder einen Austausch suchen. Die sind sehr mit sich selbst oft beschäftigt. Die Mitglieder halt, haben halt da ihren Beitrag gezahlt und machen dann ihre Einzelprojekte. Auch so das Vereinsleben in den verschiedenen Vereinen ist auch sehr unterschiedlich. Manche prödeln da vor sich hin und machen halt ihr eigenes Ding und sind auch gar nicht daran interessiert, irgendwie sich auszutauschen, sondern wollen halt einfach nur die Maschinen nutzen. Und das erfolgt auch oft auf so eine Art und Weise, dass man sich halt gegen äußere Besuch halt so abgrenzt halt, also so herzlich willkommen geheißen ist man an manchen Orten aber auch weniger halt, da basteln die Leute dann vor sich hin und man kommt da rein und guckt sich das an und wird auch gar nicht halt irgendwie begrüßt oder so, sondern manchmal sind wir halt auch schon so ein bisschen ignoriert worden halt, weil die Leute gerade in ihren Projekten zugange waren und wir sind jetzt da und wir machen hier und das ist halt so, was uns halt als Art und Weise, wie dann halt an diesen Orten gelebt wird, halt wieder halt die gebastelt wird. Was wir halt sehr spannend finden, sind halt der Bereich der anderen Leute, die sich halt mit neuen Technologien beschäftigen. Ob man da das Wort FabLab auch benutzen kann, halt, es gibt halt so eine Art Ausrüstungsliste, was ein FabLab haben kann, aber das ist halt auch schon da so eine institutionalisierte Herangehensweise. Es gibt unterschiedliche Ziele, die diese Einzelpersonen dann halt verfolgen oder halt auch kleine Gruppen. Das haben wir gesehen, es gibt Leute, die haben einfach einen 3D-Drucker sich angeschafft und suchen dann halt auch Kontakt zu uns, um sich so auszutauschen. Und das ist dann halt so eine Art loser Verbund, der weniger von so einem Ort-FabLab ausgeht, als von so einer Grundeinstellung des Makers halt, was ja auch damit zu tun hat, diese ganze Maker-Bewegung, wie man sie halt ja auch so nennt, dass Leute halt Dinge selber machen halt, dass haben wir gesehen, da gibt es halt die Drohnenbauer, die halt sehr interessiert sind an 3D-Drucktechnologie halt und dort sind einfach Leute, die ein Projekt haben oder die halt auch mehrere Projekte haben und sich halt austauschen. Modellbau ist ein anderes Punkt, das wir gesehen haben, wo halt offene Zusammenkunft interessant ist halt. Wir haben halt das erlebt, dass manche in ihrem eigenen Keller halt wenig Platz haben und für manche Projekte halt auch eher einen Ort suchen, wo sie halt mehr machen können und dadurch entsteht halt so ein lockerer Austausch von Leuten, die sich halt irgendwie kennen in einer Stadt oder in einer Region. Wir haben halt Besuch halt auch aus den Vororten oder kleineren Städten halt im Ruhrgebiet, die dann halt zu uns kommen, mit denen wir halt uns austauschen und die dann halt einfach ihre Projekte machen. Und dann gibt's halt auch noch viele Leute, die wir nicht kennen, die einfach vor sich hin brüllen, aber halt auch zu diesen Maker-Szene gerechnet werden können, weil wenn wir auf solche Maker-Fairs oder halt auch andere Messen halt schon hingegangen sind, haben wir halt gesehen, dass dort halt auch ziemlich viele Leute sind, die begeistert sind und halt auch aus ganz verschiedener Motivation heraus. Es gibt halt Geschäftsleute, dann gibt es halt Interessierte, die halt aus so Ingenieursberufen kommen, die halt vorher
was gemacht haben technisch und halt auch jetzt begeistert sind von diesen neuen Technologien, die halt auch die treibende Kraft hinter den Fablabs sind, wie halt 3D-Drucker zum Beispiel. Das Thema jetzt dieses Vortrages ist halt 3D-Druck, Fablabs und Hackerspaces. Also wir kommen jetzt aus so einer Ecke, die man vielleicht eher als Fablabs bezeichnen kann. Wir haben halt auch Kontakt zu anderen Leuten, die halt mehr aus der Ecke der Hackerspaces kommen. Und die Hackerspaces gibt es ja schon länger als die Makerspaces. Und unser Bild, was wir haben, was ein Hackerspace ist, dort sagt Wikipedia zum Beispiel, dass es ein Ort ist, wo sich Hacker, Technologieinteressierte, Kunst Interessierte, also technologische Kunstinteressierte, treffen und in einem offenen Austausch miteinander stehen. Und dass der Hackerspace eine Infrastruktur liefert, halt um diese Leute halt empfangen zu können und halt dort einen Ort zu liefern, wo man sich halt auch austauschen kann. Und das ist das Bild, was halt so bei Wikipedia steht und was halt auch so in der Öffentlichkeit vielleicht so ein bisschen vermittelt wird, auch gerade vom Chaos Computer Club halt als eine Einrichtung, die halt auch Öffentlichkeit sucht. Und unser Eindruck ist halt, dass das vor Ort in den einzelnen Hackerspaces dann doch ein bisschen anders aussieht. Dort treffen wir meist halt auf geschlossenere Strukturen, was ich gleich in der Übersicht auch noch so ein bisschen dem Detail erzählen will. Also es ist halt auch ein bisschen unterschiedlich, in welchem Land wir befinden. Ich beschäftige mich jetzt hier hauptsächlich mit dem, was wir kennen, halt hier die Situation in Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Und wir wissen halt auch nicht so viel über Hackerspaces. Wir haben so ein bisschen Kontakt dazu, aber halt wir hatten bisher nicht so das Gefühl, dass wir irgendwo hingehen müssen, halt um dort den Austausch zu finden. Also das war so ein bisschen, hatten wir in unseren Gesprächen mit Leuten, die halt in Hackerspaces gehen, dass dort halt doch so ein bisschen ein anderer Geist herrscht. Und unser Eindruck hier ist, dass die Unterschiede doch schon sehr stark sind zwischen einem Makerspace, FabLab auf der einen Seite und den Hackerspaces auf der anderen Seite. Wenn ich hier mal jetzt so, also ein paar stichpunktmäßig, Makerspaces eher eine offene Angelegenheit, dass Leute willkommen sind. Hackerspaces agieren eher im Geheimen, sind eher geschlossene Zirkel. Hackerspaces pflegen eher die Anonymität. Wir haben uns mit jemandem unterhalten und er war ganz verwundert, dass wir auf einmal seinen echten Namen erwähnt haben auf unserer Internetseite, wo er das doch so gewohnt war, sonst nur unter seinem Pseudonym zu agieren. Bei uns ist es halt eher eine persönliche offene Herangehensweise, dass man die Leute halt kennt. Hackerspaces haben eher so den Elite-Anspruch halt, dass sie halt schon die sind, die alles können, ja, weil wir es können. Wir können alles halt, ja, und dieser Nimbus wird halt auch irgendwie gepflegt. In Makerspaces geht es eher darum, Sachen auch kennenzulernen. Also das sind halt Leute, die kommen, die können nichts und die wollen auch, aber einfach irgendwie was machen. Also es geht halt diese Begeisterung halt für Dinge, auch wenn man nichts kann, kann man was halt. Also das ist so ein bisschen so der Ansatz, dass man einfach Spaß an Dingen hat. Wobei bei Hackerspaces eher halt auch aufgrund halt auch der Beschäftigung halt mit Sicherheit und mit Sicherheit von Systemen halt auch immer eine gewisse Angst und Bedrohungsszenarien halt irgendwie aufgezeigt werden und halt auch, dass halt nur eine Grundgeisteshaltung ist, dass man halt, wenn man sieht, dass man sich immer bedroht fühlt, hat man auch eine ganz andere Art und Weise, sich zu verhalten. Dann haben wir auch ein bisschen noch der Unterschied, dass halt Hackerspaces eher in gewisser Weise politisch motiviert sind, halt, dass sie halt eher auch irgendwie eine Message oder halt auch irgendwie eine Stoßrichtung haben, die gesellschaftlich orientiert ist. Wobei die Makerspaces viel stärker eine einfache, wenn auch ein bisschen naivere vielleicht Herangehensweise haben. Wir machen einfach Projekte und erfreuen uns, dass das halt irgendwie dann am Ende des Tages geklappt hat. Und auch, wie der Name sagt, Hackerspaces, Hacken, Eingriff an Systeme, ist halt auch noch eine Aktivität, die halt bei Hackerspaces da sind, von denen die Makerspaces meistens weiter entfernt sind, weil dort auch die technologische Kompetenz oft nicht so groß ist. Also die haben halt oft weniger Know-how und machen aber trotzdem Dinge.
dieser gesamte Geist zwischen Makerspaces und Hackerspaces ist hier nochmal so ein bisschen illustriert, aufgrund der Logos, mit denen sich die verschiedenen Einrichtungen oder Teams halt hier umgeben, also die Hackerspaces, sehr düster, bedrohlich, teilweise auch aggressiv, also Totenschädel und halt Symbole des Unheimlichen mehr oder weniger, wogegen die Makerspaces und Fab Labs sich eher diesen fröhlichen, bunten Charakter geben halt. Also dieses spielerische Moment, auch wenn es halt heißt, dass die in Hackerspaces halt auch spielerischer Umgang mit Technologie gepflegt wird, ist so das Bild, was nach außen abgegeben wird, doch ein bisschen ein anderes. Also wenn man sich so anguckt, also sind da hier auf der linken Seite viele bunte Farben und halt, was man dort auch sieht, ist halt das Symbol des 3D-Druckers als treibende Kraft, halt überall dieser Würfel ist in vielen Symbolen da. Das sind jetzt hier hauptsächlich auch europäische Symbole halt von Fab Labs. In Amerika sieht die Situation noch ein bisschen anders aus. Dort sind die Fab Labs teilweise auch mehr noch an größeren Objekten interessiert. Dort gibt es dann halt auch richtige Sheds, wo dann halt auch geschweißt wird und gröbere Sachen zusammengeklopft werden. Also es sind dann große Roboter oder Maschinen, die dort halt auch gebaut werden. Und dort gibt es dann halt auch Symbole, die so ein bisschen mehr aus dieser Schweißer metallverarbeitenden Ecke kommen halt. Solche Symbole gibt es da auch, aber halt im Grunde genommen ist das halt alles sehr, sehr spielerisch halt, was man sieht halt. Wir haben jetzt hier auch noch Symbole, die halt an Universitäten angegliedert sind. Da sieht man dann auch noch ein bisschen die Herkunft, wo dann halt die Symbolik der Universität noch mit reinkommt. Aber das ist halt so ein bisschen die Grundeinstellung, die man halt hier so ein bisschen gegenübergestellt sieht. Dass das doch etwas unterschiedliche Herangehensweise sind. Ziele der Fab Labs nochmal hier aus so einer Art Außendarstellung halt kurz aufgelistet. Es geht um die Demokratisierung der Produktion alleine durch die Zurverfügungstellen von Maschinen, die es halt jedem ermöglichen, Dinge zu machen, Dinge herzustellen, insbesondere halt, dass man halt seine eigenen Ersatzteile produziert, insbesondere 3D-Drucker und Lasercutter dienen dazu halt, Dinge, die kaputt sind, zu reparieren. Das ist halt auch ein Thema, das Repair Café wird sehr gut angenommen, auch im Zusammenhang von diesen Fab Labs. Es ist immer eine Geschichte, die in vielen Fab Labs eigentlich auch der dominante Faktor ist, dass Leute vorbeikommen, die keine Ahnung haben und sich freuen, wenn sie jemanden finden, der ihnen hilft, Dinge zu reparieren. Also es ist halt die Verteilung von Wissen, was ein zentraler Bestandteil der Fab Labs ist, und dieser Mitmachgedanke, den ich vorhin auch schon so ein bisschen erläutert habe, dass man halt vorbeikommt und zusammen etwas macht und diese Repair-Café-Geschichte und halt auch Dinge Upcycling, Dinge wiederverwenden und halt auch Maschinen weiterentwickeln, ist halt so ein Nachhaltigkeitsgedanke, der so ein bisschen eigenverantwortlich handeln widerspiegelt, was uns so in der Außendarstellung viele Fab Labs halt als Idee verfolgen und dem wir uns auch ein bisschen verbunden fühlen. Im Gegensatz hierzu haben wir die Hackerspaces, Sicherheitslücken aufdecken, Paranoia ausleben, ist natürlich auch im Zusammenhang, wenn man sich mit Sicherheit beschäftigt. Ich kenne da einige, die halt auch dann sehr immer geheimnisvoll tun. Die Nähe zu Verschwörungstheorien ist auch des Öfteren gegeben halt. Also auch wenn man das jetzt nicht verallgemeinern kann, dass das halt auf jeden zutrifft. Also diese Grundhaltung resultiert teilweise natürlich auch, wenn man sich mit Dingen im Detail beschäftigt und guckt, dass da Dinge sind, die nicht so sind, wie sie sein sollten, oder halt auch Möglichkeiten sich auftun, dass man halt in Systeme so tief einsteigt und selber auch immer auf der Hut ist, dass man selber nicht von anderen halt bedroht wird, steigert es natürlich halt auch schon diese Sichtweise, dass man sich halt auch schützen muss, und bei manchen wird es halt so schlimm, dass es halt in regelrechten Verfolgungswahn ausartet. Also das kann halt gut passieren, und deshalb grenzt man sich natürlich auch so ein bisschen dann halt ab von anderen Personen, die man nicht so kennt. Also diese Vertrauensgeschichte ist meistens nicht so weit her, dass man halt so einen Vertrauensvorschuss gibt, sondern man muss sich den dort, glaube ich, immer erst erarbeiten in den Hackerspaces. Und der Wissensaustausch erfolgt dann auch nur unter vertrauenswürdigen Leuten und Gleichgesinnten. Also das ist halt unsere Erfahrung, die so ein bisschen die Struktur von Hackerspaces widerspiegelt. Wenn wir jetzt diese beiden
Bewegungen, Hackerspaces, Hackerbewegung und Makerbewegung, Fab Labs, nochmal ein bisschen so als neuartige Herangehensweisen, wie man halt mit neuer Technologie umgeht, wie man mit neuen Wegen umgeht, halt Dinge zu machen, sind halt immer etablierte Strukturen der Industrie auch nicht weit halt. Also wenn Veränderung stattfindet, wenn auch Veränderungen im Kopf stattfinden, dass Leute halt andere Dinge halt machen und Dinge auch anders machen, kommen halt Dinge, die industrielle Unternehmen halt, die halt bisher die Kontrolle hatten, auch dazu, dass sie halt in ihren Fründen sich so ein bisschen bedroht fühlen. Halt. Also Massenverblödung halt, marketinggetriebene Vertriebsstrukturen von Unternehmen, geplante Obsoleszenz, Verlust der Privatsphäre, Kontrolle auch über bisherige geistige Eigentümer halt. Wie sieht das aus? Wer entscheidet überhaupt, was ist Recht und was ist Unrecht halt? Wie weit kann man es treiben? Wie weit kann jeder selber verantwortlich sein? Das sind halt auch Dinge, die halt von der Industrie sehr stark halt beobachtet werden. Auch gerade, wie wird gearbeitet? Was kann jeder Einzelne schaffen? Inwieweit muss man sich industriellen Strukturen unterordnen? Wie verändert sich die Gesellschaft? Also es gibt dann auch so was wie Industrie 4.0 auf einmal, so eine Initiative der Bundesregierung, die halt auch gerade diese neuen Strukturen auch wieder aufnimmt und guckt, wie wirkt sich diese ganze Veränderung aus auf halt unsere bisherige industrielle Produktion. Und das ist halt ein Spannungsfeld, was halt FabLabs und Hackerspaces so ein bisschen auch betrifft. Und in diesem Zusammenhang ist dann halt auch so diese Bewegung, wie sie halt vereinnahmt, unterwandert, halt aufgesogen werden. Es gibt diese MakerBot-Geschichte, 3D-Drucker von Stratasys, halt eines der erfolgreichen eigentlich Open-Source-Selbstbauprojekte im Anfang, das dann halt von einem großen Unternehmen, halt dem Marktführer im Bereich 3D-Druck Stratasys aufgekauft worden ist. Dann haben wir so Phänomene wie zum Beispiel die Maker-Fairs, die es an jeder Ecke mittlerweile gibt, die halt ein zentrales, einheitliches Image halt für die Maker-Bewegung halt darstellt, aber im Grunde genommen halt ein Marketing- und Gesamtpaket von einem Zeitschriftenunternehmen ist, von O'Reilly, die halt mit der Maker Media Incorporated halt eine Ausgliederung gegründet haben, um halt zentral wieder Zugriff auf die ganze Struktur, die halt in so einer Bewegung ist, Zugriff zu haben und dann selber halt auch für eigene Zwecke zu nutzen. Also die bieten halt kostenfrei erstmal für alle Teilnehmer halt so ein Komplettpaket an, wo sie halt so Fähnchen, Logo, Anmeldesystem für diese Messen halt anbieten, aber im Gegenzug halt doch ganz strikte Auflagen haben, wie alles nach außen abzulaufen hat, zu scheinen hat und dadurch halt wieder versuchen, irgendwie die Kontrolle zu gewinnen. Und das gibt halt sehr viele solche Bestrebungen, die halt durch die Industrie halt stattfinden. Ganz konkretes Beispiel nochmal, was wir halt hier in Essen erleben oder halt auch, ist ja auch deutschlandweit Konrad, der Elektronikverkäufer, engagiert sich auch im Thema 3D-Druck halt und die haben halt in ihren Filialen 3D-Drucker, die sie halt dort anbieten und es halt auch groß bewerben. Wir waren da, die 3D-Drucker laufen nicht und sie benutzen halt einfach diese neuenartigen Sachen halt für ihre eigene persönliche Werbung und zu Marketingzwecken. Jetzt letzte Woche war noch halt ein Artikel, den ich gelesen habe, dass Konrad jetzt den ersten deutschlandweiten 3D-Druck-Copyshop eröffnet hat. Also das sind halt auch wirklich so Sachen, dass die einfach Dinge vereinnahmen und unter ihre Fittiche nehmen, obwohl sie technologisch keine Ahnung davon haben, sondern nur allein aus Marketinggründen halt sich da reinmischen und versuchen, das für sich zu vereinnahmen. Und solche Beschreibungen gibt es eine ganze Menge. Das sind jetzt nur so drei exemplarische. Und dadurch halt versuchen auch wieder Einfluss zu gewinnen halt. Und das ist halt auch jetzt gerade hier für das Thema halt dieser Konferenz halt, die Kontrolle übernehmen halt oder wo sind die Grenzen der Kontrolle. Gerade Stratasys als Marktführer hat im Bereich 3D-Druck schon diese Open-Source-Bewegung halt sehr stark in Angriff genommen, halt um sie halt auch irgendwie zu beeinflussen. Wir haben einmal diesen MakerBot, von dem ich gerade gesprochen habe, als Drucker. Dann gibt es Thingiverse, eine der größten
Plattform für 3D-Modelle. Dort kann man halt diese geistigen Eigentümer oder frei zur Verfügung stehenden Dinge hochladen und halt auch danach suchen. Das ist halt so eine Art Google für 3D-Objekte, aber halt nicht irgendwie unter der Obhut von einer freien Einrichtung oder von einer Stiftung, sondern halt mit ganz knallharten kommerziellen Interessen dahinter, um halt auch Kontrolle zu behalten über gewisse Strukturen und halt auch zu analysieren, wer lädt was runter, wer guckt was. Also das sind halt auch Themen, die halt Fablabs und Hackerspaces halt auch betreffen. Und selbst halt der Name FDM, das ist halt eine Art von 3D-Druckverfahren, was halt auch gerade in diesen Heim-3D-Druckern halt benutzt wird. Fused Deposition Modeling ist halt auch eine Markenname der Stratasys GmbH und deshalb gibt es halt in der freien Szene halt auch noch einen Alternativbegriff. Und es ist halt aber auch, man spricht von FDM halt und dadurch ist halt immer diese Industrie halt auch noch mit im Boot. Das ist jetzt, wenn man halt Fablabs und Hackerspaces betrachtet, halt eine Bedrohung für diese Bewegung oder halt auch einfach die Situation, in der wir uns gerade befinden. Wenn man halt guckt, was machen Hackerspaces, was machen Fablabs, wo sind die Gemeinsamkeiten, wie stark unterscheiden sie sich und was ist zu tun, wenn wir jetzt hier gucken, wo das Thema dieser Konferenz, Konventionen brechen, Spaß haben, den Rand der Kontrolle erreichen. Wie spielt das zusammen? Was ist das für eine Herausforderung halt für jeden Einzelnen, der sich vielleicht zu einer dieser Gruppen halt zugehörig fühlt und halt etwas machen möchte? Ja? Können das die Hacker leisten, Konventionen brechen, Spaß haben und halt doch etwas kratzen an der Kontrolle, die halt an vielen Stellen halt schon stattfindet. Geht es überhaupt? Ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn man halt irgendwie jetzt irgendwie was erreichen will, muss man halt auch mehrere Leute erreichen halt. Und wenn man in seiner kleinen Gruppe was macht, ist das vielleicht schon ganz gut. Aber halt, wenn man eine größere Reichweite erreichen will, dann muss man halt auch mit Leuten in Kontakt treten, die halt vielleicht nicht so zu dem engsten Zirkel dazugehören. Und das ist teilweise noch eine Schwierigkeit halt für die Maker-Bewegung und halt auch für die Hacker, dass sie halt nicht vielleicht ganz so in der Mitte der Gesellschaft stehen oder halt vielleicht auch nicht so stark austauschen oder austauschen können aufgrund der Eigenschaften ihres Handelns und ihrer Art und Weise, mit Dingen umzugehen halt. Ja? Weil es gibt immer Sachen, die neu sind, verursachen auf jeden Fall auch immer ein bisschen Unwohlsein oder bei manchen auch Angst. Ja, 3D-Drucker sind dazu da, um Waffen zu drucken und Dinge auszudrucken, die man nicht drucken darf, weil es gibt vielleicht Verbote. Darf ich überhaupt das alles machen? Meine Drohnen dürfen nicht überall fliegen halt. Es gibt verschiedene Probleme. Ui, jetzt werde ich noch mehr von den Drohnen und den Privatleuten auch noch überwacht. Also das sind so verschiedene Dinge, die halt mit reinspielen und wie geht man damit um und wie kann man vielleicht halt seine eigenen Ziele halt in Bezug auf diese Art und Weise halt besser umsetzen. Für uns in Essen mit unserem 3D-Druckzentrum sind wir halt zu dem Schluss gekommen oder halt haben das halt auch von Anfang an irgendwie so ein bisschen so gelebt, dass wir halt Kunst auch als Mittel sehen, halt um Dinge zu erreichen, weil dort hat man wirklich den Zugang halt, also den spielerischen Zugang auch, dass wir halt sehen, dass Leute, die zu uns kommen halt, wenn die sehen, hey, ihr macht Kunst, da hängen Dinge an der Wand, das ist cool halt irgendwie und es ist nicht so, auch diese Technologie ist nicht so gefährlich, sondern halt, es ist halt, dass man sieht, dass die Leute halt irgendwie eine Motivation haben, die jenseits ist von einem normalen Dienstleister oder Produkthersteller, also das haben wir halt festgestellt, dass man dort viel leichter ins Gespräch kommt. Ach, da sitzen ja nicht nur alte Leute, die irgendwie im Keller mit dem Lötkolben hantieren, sondern halt, das sind welche, die schaffen auch irgendwelche Produkte, weil das auch gerade bei der Maker-Szene oder halt in den Fablabs auch immer noch die große Frage ist, was machen wir überhaupt mit den neuen Technologien? Also, was sind Dinge, die Sinn machen halt? Was sind Dinge, die ich wirklich brauche? Und mit so einem künstlerischen Ansatz sehen wir so, dass man da vielleicht halt eher halt auch mit Leuten sich austauschen kann und halt etwas zwangloser, ohne eine direkte Zielgerichtetheit, Dinge umsetzen kann. Das Zweite ist halt Kunstfreiheit zur Entkriminalisierung über Kunst ist vielleicht
im Allgemeinen mehr erlaubt als in anderen Bereichen halt. Ja, dass man halt sagt, wenn ich jetzt irgendwie Tierversuche mache, ist es konkret halt eine Geschichte, die halt irgendwo auch hinführen soll zu irgendwelchen Zielen. Und da habe ich direkt halt eine spezielle Meinung. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine künstlerische Herangehensweise habe, ja, oder ich provoziere vielleicht auch, aber ich bin halt irgendwie erstmal geschützt, wenn ich Dinge mache, halt, dass ich halt nicht direkt halt in so eine Ecke geschoben werde. Also das ist vielleicht auch der Vorteil, dass man als Künstler natürlich auch provokant sein kann, natürlich auch Leute hat, die auf die Barrikaden gehen, aber eigentlich wird die Kunst immer noch ein bisschen, der wird eigentlich mehr erlaubt halt als ernsthafteren Herangehensweisen, vielleicht die halt so direkt halt zielführend sein sollen. Und Kunst, halt so ein kreatives Schaffen im Allgemeinen, kann auch immer so ein Benchmark, so ein Barometer sein, um halt zu sehen, halt, wie weit ist so eine Technologie halt jetzt umsetzbar, was kann man machen halt, was sind halt auch die Qualitätseigenschaften. Das haben wir gesehen, dass halt irgendwie, wenn man Dinge macht, die halt jetzt nicht reine Testobjekte sind, sondern die halt direkt halt auch einen ästhetischen Anspruch haben, kann man halt auch Technologie vielleicht so ein bisschen besser bewerten. Und man kann halt auch einfach mal neue Wege erkunden. Also vielleicht noch einfacher, wenn man halt kreativ auf Dinge zugeht und Dinge ausprobiert in so einer Art Sandkasten, spielerischeren Szenario. Halt, das ist halt auch immer Kunst, Spiel, ist halt auch relativ nah beieinander für uns. Genau sieht es bei so aus, dass wir halt diesen Ansatz halt bei uns im Labor pflegen halt. Wir suchen halt Leute zu erreichen. Und über diese künstlerische Geschichte setz dich dran, mach selber auch Kunst, werde kreativ halt. Ja, dass das halt die Hemmschwelle auch immer sehr niedrig sein sollte. Also das haben wir halt erlebt, dass halt die Leute, wenn wir den 3D-Drucker zeigen, ui, jetzt muss ich mit dem CAD-Programm lernen, ui, das ist schwierig, das ist kompliziert, da kommen wir jetzt gar nicht zum Ziel halt. Ja, wie kann ich das denn überhaupt erreichen? Aber dann haben wir halt so, es gibt so 3D-Doodle-Stifte halt, da nimmt man einen Stift in die Hand und dann macht man so einen Kunststoffdraht, trägt man dann auf so einen Haufen und dann kommt da vielleicht so ein kleiner Eiffelturm raus oder irgendwas und das ist direkt ein Erfolgserlebnis und das ist halt ein spielerischer, einfacher Umgang und damit bekommt man halt auch die Leute dazu, sich intensiver halt auch mit anspruchsvolleren Themen zu beschäftigen. Wir hatten da in so einer Jugendeinrichtung waren wir halt an so einem Nachmittag, haben da mit Jugendlichen gearbeitet und dort haben wir halt festgestellt, dass über diesen spielerischen Zugang dann auf einmal die Frage kommt, wie geht denn das wirklich halt? Und nach dieser Einführung halt, diese künstlerische Aktivität, war dann auf einmal ein Interesse da, auch die Technologie zu verstehen. Und das fanden wir halt sehr spannend, dass das halt auch so ein Ermöglicher ist, um halt Technologiewissen halt zu den Leuten zu bringen, über halt so einen künstlerischen Einstieg. Und vor allem auch, dass viele sofort erstmal ein Erfolgserlebnis brauchen, weil die Hemmschwelle ist viel niedriger und das Erfolgserlebnis ist sofort da. Und wir hoffen, dass wir halt bei uns in Essen halt hier so einen Raum geschaffen haben und auch so einen Ansatz pflegen, dass wir halt den spielerischen, künstlerischen Umgang mit der Technologie verbinden können halt. Und das halt möglichst alle, die uns besuchen, halt irgendwie was mitnehmen können halt. Und das ist halt in verschiedenen Veranstaltungen, wo wir halt waren, haben wir das halt auch gemerkt, dass das wirklich ein großer Schritt ist, Dinge zu den Leuten hinzubringen und dadurch halt auch eine größere Menge an Leute zu erreichen und halt auch wirklich praktische, schöne Sachen am Ende zu erzeugen. Ja, das ist das, was wir gemacht haben im letzten Jahr, halt dieser Kunstansatz. Wir sind kein Verein, wir nehmen keinen Eintritt. Und wir gucken, dass sich alles erstmal selber trägt. Das ist halt unser Ansatz, der halt irgendwie, den wir jetzt momentan verfolgen. Und wir wollen einfach so einen Ort anbieten, der immer offen ist, der immer zur Verfügung steht. Und dann treiben wir uns halt auch noch auf so Messen rum, um halt mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und wir haben alle gern. Ja, vielen Dank.
Ah, ist ein Mikrofon da. Danke, Alexander Lohberg nochmal. Vielleicht mal einen Applaus. Wir haben uns noch wenige Minuten für Fragen, falls welche sind. Bitte bis dahin sitzen bleiben. Ja. Ja, vielleicht nicht unbedingt eine Frage, aber eine kurze Anmerkung. Wenn ich das richtig verstanden habe, vorhin hatten Sie gesagt, dass die Vereine, die jetzt so FabLab-artig agieren, eher so ein bisschen geschlossenen Eindruck machen. Ja. Ich kann jetzt also nur für die Dingfabrik zum Beispiel sprechen, wo ich Mitglied bin. Ja. Wir sind da eigentlich sehr offen. Also ich erlebe das anders. Also wir haben jeden Freitag Tag der offenen Tür, jeder kann kommen und irgendwas basteln. Und wird auch in der Regel empfangen. Also die Leute irren da nicht herum und wissen nicht, was los ist, sondern eigentlich geht irgendwer immer auf die zu und spricht die an. Und meistens gibt es auch eine Führung jeden Freitag, wo die ganzen neuen Besucher einmal alles gezeigt bekommen und alles erklärt bekommen. Also wollte ich nur mal kurz erwähnen. Ja, ja, vielleicht noch, was ist denn mal rumgekommen dann halt? Sind dann schon spannende Projekte rumgekommen am Ende? Ja, also ich habe jetzt im Moment nicht so genau den Überblick, aber da läuft immer sehr viel eigentlich. Also wir haben ja 100 feste Mitglieder und insgesamt um die 200 Leute, die da so regelmäßig rumtreiben, mehr oder weniger. Und gibt es denn eine Sache, die wirklich so spannend war? Wo du dich vielleicht dran erinnerst, halt, wo du sagst, hey, das war mal ein cooles Projekt, halt so. Ja, gestern Abend habe ich da bewundern dürfen, wie jemand sich einen funktionierenden Punktschweißer gebaut hat, um Akkus mit Lötfahnen auszustatten zum Beispiel. Fand ich toll. Ah. Und das soll dann in zum Beispiel in E-Bikes resultieren und so, ne? Oder Roboter mit Batterien, mit Akkus. Noch eine Frage? Eine können wir vielleicht noch reinnehmen? Sind zwei? Ja, ich hätte fünf Fragen, aber ich stelle nur eine. Ich weiß nicht, ob Sie damit schon konfrontiert wurden, aber wie würden Sie im 3D-Druckzentrum umgehen mit Kundenmentalität? Ein Beispiel einfach mal, ein kompletter Jahrgang Architekturstudenten entdeckt das 3D-Druckzentrum. Und immer zum Semesterende sind die komplette Woche da, drucken ihre Modelle aus und verschwinden danach wieder. Wie würden Sie damit umgehen? Das wäre super. Also wir sind in dieser Chill, haben wir genug Platz. Wir haben nebenan auch so eine Art Chillraum, wo man halt auch sich gemeinschaftlich nachher noch ein Bier trinken kann. Und wenn dann halt die Druckkapazität nicht ausreicht, dann denke ich mal, haben wir genug Kontakte, dass wir dann einen zweiten oder dritten Drucker halt zur Verfügung haben. Und wir haben auch Kontakte zu der Uni bei uns in der Nähe halt. Da sind die Drucker auch immer nicht so ausgelastet. Diese universitären Betriebe sind immer sehr geschlossen und wir sind da gut drauf vorbereitet. Also, wenn das die Frage ist. Also die Sache ist eher die, wie man quasi mit Leuten umgeht, von denen nichts zurückkommt. Die nur dahin gehen, um es zu nutzen und danach wieder verschwinden. Und so Schmarotzer. Ja, ja, im Prinzip. Also Kunden. Ich nenne es lieber, ich nenne den Typ Mensch oder die Einstellung eher Kunde. Ja, also wenn dann vielleicht eher Patienten. Also wir sind ja kein Dienstleistungsunternehmen in dem Sinne halt. Und, Aber eventuell werden Sie so aufgefasst. Ja, es gibt auch so, dass wir aufgefasst werden. Wir haben halt auch schon Kontakt zu Leuten, die halt auch aus so einem geschäftlichen Umfeld kommen. Also die halt auch wirklich industriell arbeiten halt und dann halt einfach eine Dienstleistung haben wollen. Und wir gucken uns halt die Leute an und sprechen halt mit denen. Und dann gucken wir halt, wie ist die Situation? Wer ist denn das überhaupt? Ist das jemand, der halt jetzt irgendwie nur ein Projekt umsetzen will oder der direkt halt einen Auftrag hat für sein Unternehmen? Und dann nehmen wir dann halt auch entweder Geld oder halt gucken, dass wir es halt umsonst halt umsetzen. Also das, wir sind ja nicht Kunden, finde ich, würde ich nie sagen, dass wir irgendwie Kunden haben, sondern wir haben Leute, mit denen wir halt zusammen Dinge machen. Obwohl manche auch, wenn man sagen, wir haben jetzt so einen, jemand, der zum Beispiel Kopfhörer herstellt und will dann neue Schalen haben für seine Kopfhörer, die er dann auch verkauft, dann muss man halt gucken, dass man da halt auch irgendwie eine Summe halt aushandelt, dass alle zufrieden sind. Ja, also eigentlich sind wir schon über die Zeit. Ich hatte jetzt gesehen, ein paar Leute hatten noch Fragen. Wie viele wären das denn? Okay, ich glaube, die eine Frage können wir noch reinnehmen. Dann aber bitte schnell.
Also das ist ja eigentlich eine ziemlich innovative Sache, so fürs strukturschwache Ruhrgebiet. Mich würde interessieren, ob ihr irgendwie so öffentliche Gelder kriegt oder danach strebt, die zu bekommen. Ja, also bisher noch nicht. Also wir stehen halt in Kontakt. Und wir gucken halt, dass wir halt irgendwelche Förderungen vielleicht bekommen. Also bisher ist aber noch nicht so viel bei rumgekommen. Und wir hatten auch nicht so viel Engagement da reingerichtet, weil wir viele andere Sachen auch noch zu tun haben. Weil wir bauen das ja gerade erst auf. Und konkret von der Förderung kann ich jetzt noch nichts sagen. Also. Okay, dann bitte nochmal einen Applaus für Alexander Lohberg. Also ich bin jetzt auch noch ein bisschen hier, falls ihr noch Fragen habt, irgendwie können wir halt auch vielleicht im kleineren Plenum nochmal die Fragen beantworten halt.